Hallihallo, ich habe eine kleine Diskussionsrunde mit euch geplant. Ich spreche sowas ja eigentlich immer in meinen Vlogs irgendwie an, aber das ist so ein Thema, wo ich denke, da kann man irgendwie echt viel zu sagen. Und da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu. Und zwar das Thema Musik im Ohr, am und auf dem Pferd. Ich habe nämlich vor einer Weile ein Reel gepostet auf meinem Instagram-Account, wo ich halt gesagt habe, was Leute denken, was ich höre und was ich wirklich höre. Die meisten fanden es lustig, ich fand es halt eben auch lustig, aber ein paar Leute haben mir vorgeworfen, es wäre respektlos dem Pferd gegenüber, wenn man halt eben Musik hört beim Reiten, weil man sich nicht konzentriert. Dann wurde mir auch vorgeworfen, mir wäre wohl langweilig beim Reiten, ob ich keinen Spaß dabei hätte, dass ich was anderes machen müsste. Und ich persönlich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Denn zum einen hören ja auch ganz viele Leute Radio. Das würde dann für mich ja das Gleiche bedeuten, weil jegliche Form der Beschallung wäre dann meines Erachtens falsch. Und für mich ist es tatsächlich so, dass es darauf ankommt, auf welchem Pferd ich sitze und was ich mache. Denn ich habe meine Musik nie so laut, dass ich nicht meine Umgebung wahrnehme, sondern es ist so leise, dass ich höre die Pferde immer noch laufen, also auftreten und schnaufen. Ich höre das alles noch. Ich kann auch ganz normal mit denen reden und kommunizieren. Aber beispielsweise gibt es so Tage, wenn zum Beispiel Ziva so super fest ist. Die macht sich ja gerne mal so ein bisschen so. Das sind dann so Tage, wo ich dann total gerne meine Ohrstöpsel reinmache und einfach Musik höre. Irgendwas, was mich auch selber so ein bisschen beruhigt, manchmal auch ein Hörbuch, weil ich, wenn sie so krampfig wird, verkrampfe ich auch. Und dadurch wird das Reiten eher schlechter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas habe, was mich zusätzlich beschäftigt, dass ich gar nicht mit dem Kopf mich zu sehr auf das Reiten versteife, dann wird es besser und lockerer und entspannter. Und das heißt, das ist für mich tatsächlich dann so ein Mittel, das zu machen. Oder wenn ich weiß, oh, ich habe heute Galopparbeit geplant, so relativ monoton zum Beispiel, dann mache ich mir auch manchmal irgendwas an, Nachrichten, Musik, irgendwas, aber immer so, dass ich noch alles mitkriege. Und ich finde das tatsächlich gar nicht verwerflich. Und wie gesagt, ich habe auch gemerkt, es ist so ein totales Entspannungsding für mich auch, wenn ich mal auf dem Pferd sitze, was eben, ja, vielleicht mal ein bisschen ist. Und einfach nur, damit ich nicht verkrampfe und mich nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu sehr auf dieses Thema versteife. Und das finde ich dann ganz komisch, dass die Leute da so wieder sehr schwarz und weiß denken. Und deswegen ist das, finde ich, ein Thema, was ich mich mit euch unfassbar gerne mal hier jetzt in den Kommentaren mal diskutieren wollen würde. Wie seht ihr das? Musik am Pferd, auf dem Pferd, wie laut, gibt es vielleicht Musik, die man hören darf? Darf man vielleicht Hörbuch hören oder kein Hörbuch hören, weil man sich da mehr konzentriert, als wenn man Musik hört? Findet ihr es grundsätzlich total egal, ob man Musik hört? Wie sieht das aus mit Radio? Ist das in Ordnung? Also das würde mich mal interessieren. Und vor allem, wenn ihr jetzt sagt, nee, Musik im Ohr geht gar nicht. Wie seht ihr das zum Beispiel zur Weihnachtszeit? Weil da kenne ich das aus ganz vielen Stellen, dass da aus voller Lautstärke aus dem Radio oder aus dem CD-Spieler Weihnachtsmusik gespielt wird. Wie seht ihr das da? Wie nehmt ihr beispielsweise Turniere dann wahr? Weil eigentlich kenne ich kaum ein Turnier, wo nicht im Hintergrund Musik läuft, wenn die Leute reiten. Also eher im Amateurbereich, nicht unbedingt auf einem Profiturnier. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Obwohl, auch bei den Profis manchmal. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Weil ich persönlich sehe das Problem nicht. Weil ich meine Pferde jetzt nicht unachtsamer oder schlechter behandeln, nur weil ich keine Musik höre. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber, wenn ich springe, würde ich keine Musik hören, ich würde nicht telefonieren. Wenn ich mich konzentrieren muss, möchte, wie auch immer, oder wenn ich ganz regulär reite, dann höre ich es tatsächlich auch nicht. Manchmal bestimmt, aber auch nicht immer. Aber gerade bei solchen Dingen, wie eben angesprochen, da finde ich es manchmal ganz, ganz hilfreich tatsächlich. Und deswegen, wie gesagt, würde mich eure Meinung zu dem Thema interessieren. Wie seht ihr das mit der Musik am Pferd, neben dem Pferd, auf dem Pferd, unter dem Pferd, im Ohr, nicht im Ohr? Schreibt es mir in die Kommentare.